So, Tag 2 der Challenge und es gibt natürlich wieder eine Karte. Dieses Mal haben wir eine Double Slider Card und wieder eine andere Hintergrundstechnik, die ein bisschen Mut erfordert. Und ja, wenn ihr das nicht machen wollt, dann nehmt einfach ein Designpapier, das zu eurem Farbkonzept passt und dann sieht es bestimmt genauso toll aus. Double Slider Card heißt zwei Slider, die sich ausziehen. Eigentlich kennt man die, dass sich ein Slider nach oben und ein Slider nach unten auszieht, aber ich zeige es euch mal. Bei mir ziehen sich beide nach oben aus, einer vorne und einer in der Karte drin praktisch. Und auf der Rückseite könnt ihr dann noch einen kleinen Geburtstagsgruß hinterlassen und ja, zum Geburtstag viel Glück, sagt diese Karte. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, wir brauchen wieder ein bisschen was. Also hier ist diese Hintergrundstechnik, die ich gemacht habe, rein nur mit den Stempelkissen. Da habe ich euch ein extra Video dazu gemacht. Das findet ihr ja, in der Gruppe. Und guckt mal, ob das was für euch ist. Wie gesagt, wenn nicht, dann ersetzt dieses Teil einfach durch ein Designpapier eurer Wahl. Für den kleineren Slider brauchen wir eine Größe von 6 x 8,5 in Grundweiß. Der größere Slider hat eine Größe 12 x 8 cm. Dann haben wir hier das Mango als Hinterleger. Der hat eine Größe von 8 x 9,5. Und wir brauchen natürlich ein Kartenrolling, ne? Das ist wieder eine halbe DIN A4 Seite, 10,5 mal 29,7. Gefalzt in der Hälfte bei 14,85. Und was wir noch brauchen, ist eine 1-Inch Kreisstanze und hier diese Stanze, klassisches Etikett nennen die sich. Die brauchen wir auch noch, um die Technik zu stanzen. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr das genauso gut auch mit eurem Papierschneider schneiden. Es sind einfach nur zwei Kanäle, um ja, und damit das hoch und runter fahren kann. So, also wir beginnen mal mit dem Rolling. Wie gesagt, gefalzt bei 14,85. Und damit wir sehen, wo wir unseren Slider anbringen müssen, lege ich das noch mal hier ein. Und zwar bei 4,5 anlegen und ich mache mir einfach nur eine Markierung mit dem Bleistift. Und bei 11 cm auch nochmal. Und dann nehme ich hier meine Handstanze. Und schau, dass ich hier mit der Spitze der Handstanze, also mit der Spitze von dem Etikett, oben an der obersten Markierung anstoße und ihr geht ganz rein, also bis es nicht mehr weiter geht. Und dann könnt ihr das ausstanzen und die Verlängerung bis nach unten an die untere Markierung, die ich mit dem Bleistift gezogen habe. Einmal, so sieht es dann aus. Und dann drehe ich das rum und mache das Ganze noch mal von der anderen Seite. Und schon habt ihr praktisch den Mechanismus für eure
für eure Slider. Dann brauchen wir noch zwei kleine Stücke in Grundweiß. Und zwar haben die die Größe 6,5 x 1,5. Das können wir wegradieren. Und damit wir das auch schön rausziehen können, machen wir hier oben noch ein Daumenloch hin mit der 1-Inch-Kreisstanze. Upsala. Da könnt ihr euch ja das markieren. Oder macht es einfach Pi mal Daumen. So, dann brauchen wir ein paar 3D-Pads. Und legen hier unsere... Gucken, dass wir unseren Streifen mittig einlegen. Dann machen wir 3D-Pads in diese Schiene rein. Oder in beide Schienen. Nehmen die Schutzfolie ab. Und legen das andere oben drauf. So, und dann müsst ihr gucken, ob das funktioniert, ob ihr genug Platz habt und das schön sich nach oben und unten bewegen lässt. So, das ist schon die ganze Technik und jetzt können wir auch schon ans dementsprechende Ausdekorieren gehen. So, das ist der hintere Slider und da kleben wir jetzt ein Stück Band ein, um das dann gut rausziehen zu können. Und ich nutze entweder das Designpapier oder hier meine Hintergrundgestaltung. Und die muss ich noch zuschneiden. Und zwar brauche ich für vorne 7,5 x 7,5 brauche ich für den einen Slider und 8 x 9,5 und 7,5 x 7,5 ist dann der andere. So, hier klebe ich dann einfach nur mit meinem Klebeband das Schlaufenband ein. Das ist ziemlich mittig krieg.
So, und das klebe ich dann hier mit Flüssigkleber ein. Damit ich es noch ein bisschen hin und her rutschen kann, damit, falls es irgendwie schief hängt. Vorne drauf. Jetzt müssen wir noch den kleinen Slider dekorieren. Den habe ich einfach ein bisschen bestempelt. Und hier zum Geburtstag viel Glück. Oder zum Geburtstag viel Glück habe ich ja dann zum Schluss gemacht. Okay, also einmal Mangogelb. Habe ich mir so eine kleine Maske gemacht. Das ein bisschen abzudecken. Paar Blätterchen dazwischen. Auch da nutze ich wieder meine Maske. Einfach um eine gewisse Tiefenwirkung zu kriegen. Dann noch die kleinen Blümchen in Kalypso. Und dann natürlich der Text noch. In dem Gartengrün. Also wenn ihr dasselbe Stempelset nutzt, wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ich hier meinen Stempel zerschnitten habe, weil das einfach zu lange war, um auf dieses kleine Tag zu gehen. Deswegen habe ich einfach ein Stück abgeschnitten und habe es unten dran gesetzt. So. Jetzt können wir auch schon beginnen, unsere Karte zusammenzusetzen. Also ich nehme jetzt hier doppelseitiges Klebeband, weil wenn wir hier Flüssigklebe auftragen würden, könnte es sein, dass der verläuft und dann nicht mehr genug
genug Platz ist für die Mechanik. Deswegen nehme ich hier das doppelseitige Klebeband, weil da bin ich nämlich auf der sicheren Seite, dass da nichts läuft. So, ich habe aber beim Original noch ein bisschen darum gesprutzt. Das würde ich jetzt auch machen, bevor ich sie zusammenklebe. Und zwar einfach nur mit dem Aquapainter und ein bisschen Mangogelb. Erstmal sauber machen. Da ist noch Grün drin. So, also wir müssen unseren Schieber ganz nach unten schieben. Dann gebe ich hier einfach ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf. Jetzt schauen wir, dass wir das schön mittig hier aufkleben. Und wenn möglich gerade. So, der Slider muss ganz nach oben. Und dann kleben wir den kleinen auf. Und macht am besten den Kleber hier hinten, weil der Slider ist kleiner wie das Stück Papier, wo es draufgeklebt wird. Nicht, dass ihr dann irgendwo Klebe habt, wo er nicht sein sollte. So, jetzt müsst ihr gucken, wie weit. Also ihr könnt es ein bisschen variieren, wie weit runter und wie weit hoch. Hängt natürlich auch immer von eurer Dekoration ab, ne? So, jetzt probiert. Das funktioniert. Das sieht gut aus. Und jetzt können wir die Karte auch schließen. Das heißt, wir nehmen die Schutzfolie hier ab und machen, kleben das zusammen. So, das funktioniert. Dann können wir weitermachen. Dann müssen wir als Abdeckung hier dieses Stück auflegen. Und das könnt ihr entweder hier mit diesen Schaumstoffstreifen machen. Oder ihr nutzt die Außenteile von euren 3D-Pads, das geht auch, dass ihr die einfach abschneidet und schmal und dann könnt ihr die hier nutzen. Und zwar kleben wir einfach hier entlang diese Streifen.
und hier noch ein Stück. Oben lassen wir offen, weil da muss ich ja jetzt dann der Slide herausziehen. So. Schutzfolie ab. Dann können wir auch schon mit der Enddekoration beginnen. So, das ist jetzt praktisch die Abdeckung für diesen anderen Slider. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht so nah. So, das sieht schon mal toll aus. Und jetzt machen wir einfach noch unsere Dekoration drauf. Das heißt, wir brauchen hier unten das Glück. Das habe ich ausgestanzt mit dem Buchstaben Framelits Buchstabenmix und habe das hier einfach auf so ein Washi-Tape geklebt und einfach punktuell ein bisschen Klebe auftragen und das Glück positionieren. Dadurch, dass ich das hier auf so einem durchsichtigen Tape habe, ist es natürlich toll, weil ich kann schauen, dass ich das schön mittig setze. Und falls es nötig wäre, könnte ich dann noch einzelne Buchstaben ein bisschen gerade ausrichten. So, da brauchen wir noch die Ü-Pünktchen. Einmal. Zweimal. Habe ich dann so ein bisschen hinten dran. Auch nur punktuell geklebt. So, und da habe ich dann auch meine Farben nochmal untergebracht. Blümchen. Auch wieder ein bisschen erhöht, damit ich wieder ein bisschen Tiefe reinkriege.
So. Haben wir es auch schon fast gepackt. Und jetzt können wir zum Abschluss einfach noch ein bisschen von den Drops dazu machen und schon sind wir fertig mit der zweiten Karte. So. Karte Nummer 2. Double Slider Card. Das war's für heute, ihr Lieben. Ich bin gespannt auf eure Werke, die ihr mir dann später präsentiert. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!